Folge Nummer 11 oder Vorschau Nummer 11 von As Far As The Eye Fate und wir sind immer noch im letzten und wollen jetzt gucken, dass wir final das schaffen. Gelesen haben wir letztes Mal, brauchen wir jetzt nicht mehr. Unser Ziel ist es jetzt halt, mit ihm hier Neues zu entdecken erstmal. Wir müssen den Weg flüstern, das ist klar. Geh du mal dahin. Machen wir den Weg dahin, da hast du die Ruine, die sollst du jetzt erkunden. So, 3 Stück waren es, glaube ich, oder so. So, da haben wir das. Jetzt können wir das einsetzen. Hier haben wir eine grauen Pulver. So, hier war das, ne? Muss ihn auswählen, damit das geht, ne? Bereits erkundet. Geht zur Arbeit. So, Handwerk einsehen. Er ist ja hier unterwegs. Das brauchen wir nicht. Wir müssen weiter. Da lang. So, da hat er jetzt einen neuen Stamm entdeckt. Und da liegt einer auf Erde und hier holt. So, jetzt müssen wir gucken. Einer muss hier. Fipp ist untätig. Wir müssen unbedingt gucken, wer ist. Er ist der Architekt. Er muss definitiv hier jetzt die Apotheke bauen. Dafür haben wir das Holz da. Macht er jetzt. Gut, der hat seine Aufgabe. Jetzt der nächste. Tob ist untätig. Der ist irgendwie Bäcker oder Koch. Das heißt, er macht jetzt erstmal Kybrikas. Jetzt haben wir den hier ausgewählt, wird aber nicht angezeigt. Das ist Hammer, oder? Er macht das schon mal, Pip macht das. Wo ist denn der zweite? Hier ist er. Limka. Limka ist unser Bergbauexperte hier. Limka muss unbedingt Bergarbeiter werden. Der läuft mal da hinten hin. Er sammelt die Kybrikas, er macht das und er macht Holzbearbeitung. Mit einem Sammler. So, da haben wir sie alle. Er hat das noch entdeckt. Hier ist die Apotheke gemacht worden. Er muss jetzt erstmal hier das Grünzeug sammeln. Er hat kein Handwerk. Sollte aber. Ne, da nicht da. Steinbruch machen. Geht nicht, weil kein Holz da ist. Holz haben wir gerade mal 30. Ja. Mine geht auch nicht. Das bedeutet, er macht da weiter. So. Die haben Beschäftigung, er macht da weiter, er macht da weiter, sollte losgehen, ne? Er ist ein Sammler und muss jetzt erstmal Gewürze sammeln. Holz haben wir 30, also noch nicht genug. So, jetzt haben wir den nächsten Schritt erreicht. 70 Holz, das reicht noch nicht, wir müssen noch weiter. So, er ist jetzt hier aber soweit und kann einen Trank brauen. Gut, das läuft alles soweit. Alle sind beschäftigt, wir haben noch nicht genug Holz. Der Trank ist noch nicht fertig. Jetzt ist der Trank fertig. So, er muss jetzt den Trank trinken. Heilen.
Haben wir gemacht. Holz ist jetzt genug da. Das bedeutet er hier. Timka war ja hier unser Spezialist vom Bauen, oder? Beziehungsweise Bauspezialist, Bergarbeiter soll er ja werden, nicht Bauarbeiter. Das bedeutet, er ist eigentlich der Profi für... Warte mal, lass mal hier gucken. Ja, dafür brauchen wir einen Steinbruch. Und hierfür brauchen wir... Ah, da sieht man nichts. Das bedeutet jetzt, wir sollten... Pip sollte jetzt gucken, was er hier bauen soll. Das Holz ist da. Wir brauchen hierfür nichts. Hier brauchen wir das. Ne, Stein wollen wir haben. Da brauchen wir aber das auch. Okay, ne, brauchen wir gar nichts von. Wir müssen noch ein Ziel auswählen, damit wir wissen, wo wir hin müssen, ne? So, jetzt haben wir's. Wir brauchen das Eisenerz. Das Eisenerz. Wer war das jetzt? Pip. Pip ist hier, da. Pip soll das mit dem Eisenerz bauen. Und da brauchen wir das für. Er baut das da jetzt auf. So, und dann brauchen wir... Mo, der muss jetzt nach da laufen. Pip ist wieder gesund. Gut. Die Frage, was Pip macht. Ich denke, Pip soll mal da warten. Ne, Pip soll ja die Dingens bauen, ne? Ne, Pip soll bauen. Und zwar die Mine. Dahin bauen, bitte. So, und wenn Pip fertig ist, dann soll Jimka, unser Spezialist für Bergbau, muss dann da weiterarbeiten. So, er besänftigt gleich die Dingens hier. Muss da hinlaufen. Da ist jetzt die... Ah, kann er nicht, muss er erst noch hinlaufen. Auch sehr interessant. Warte, was haben wir denn hier? Ruin entdeckt, haben wir schon erledigt. Aufgebraucht. Aura entdeckt. Passt. So, alle haben was zu tun. Läuft. So, Mo. Mo muss jetzt hier... Machen wir mal hier noch weiter teilen, Mo rechtliche Aura zu besänftigen. So, jetzt klappt's. So, besänftigt die Aura. So, wer ist jetzt hier zugange? Er baut das. Ja, ich glaube, wir sind erstmal so weit durch. Essen ist noch gut. Der ist der Sammler. Jimka sammelt zurzeit auch. Warum hat er denn jetzt hier, bitteschön, nichts gebaut? Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Jetzt ist es aber da, oder? Meine Güte, war das schwer. So, Jimka muss jetzt aber Eisenerz bauen. Und Pip hat nichts zu tun. Kann dann Holz fällen. Er macht Essen weiter, passt. Und er beschwichtigt weiter, ne? Ist ja noch nicht fertig. Ich glaube, er muss noch eine Runde. Sammle den wurdigen Rohstoff für deine Reise und ernähre deine Züge mit Kubrikas. Bereite Tränke um deine Züge zu heilen, falls sie erkranken. Ja, das machen wir alles, wenn es soweit ist. So, er hat jetzt nichts mehr zu tun, glaube ich, ne? Weil das besänftigt ist. Das heißt, er kann jetzt erstmal das Holz abbauen mit. Und Pip baut ab.
Und er macht da Rohstoffarbeiten. So, wie sieht es aus mit dem hier? Ich weiß nicht, ob der Kreis sich schließt oder nicht schließt, das ist die Frage. Tja. Wo sehe ich denn, wie viele Punkte das sind? Er hat eine Mine. Ja, wollen wir hoffen, dass es so weitergeht, ne? Da wird geholzt. So, da wird Erz zurückgebracht. Und jetzt müssen wir gucken, ob er da gewachsen ist. Gewachsen ist gut, ne? Ich glaube, es ist jetzt weitergegangen. So, alle haben was zu tun, ne? So, da ist abgeliefert worden und ja, das Ding geht weiter. So. Die Frage, Pip könnte natürlich auch hier Heilzeug machen, ne? Vielleicht besser, oder? Pip soll mal noch einen Heiltrank zaubern. Ich glaube, das können wir besser gebrauchen jetzt erstmal. Ist da Pip, ja, der zieht sich jetzt um wahrscheinlich. Ja. So. Erz ist aufgebraucht. Ich mache aber noch einen weiter, weil er jetzt auch dahin geht. Jetzt müssen wir nur gucken, wie weit ist er denn? Okay, noch zweimal vielleicht, dann sollte er aufsteigen. Gut. Wartet auf Rohstoffe. Dann mussten sie selber sammeln. Der bringt ja jetzt gerade keiner vorbei, ne? So, weiter geht's. Noch eine Runde und jetzt sollte er aufsteigen. Jetzt können wir einen neuen Handwerksbonus auswählen. Entweder pro Erntezyklus mehr Lernen oder pro Erntezyklus mehr Eisen. Erz, Eisenerz. Ich glaube, wir nehmen das und fertig. Haben wir. Ist erledigt. So, er ist jetzt super zugange. Jetzt müssen wir noch das Eisenerz mehr abbauen. Und wir müssen Holz haben. Gut. Kybrikas sind auch noch zugange. Passt soweit. Da kommt wieder eine Lieferung Holz. Holz haben wir jetzt genug. Jetzt fehlt es nur noch an Eisen. Und das haben wir jetzt auch gerade genug. Ja, jetzt ist die Frage, was wir weitermachen, ne? Er kann jetzt hier nochmal einen Trank machen oder auch zwei. Ich glaube, wir sammeln nochmal. Ach, die Dingens ist schon durch. Also, jetzt brauchen wir noch Kybrikas. Na komm, dann machen wir das hier noch mit dem zweiten auch noch. Gut. Jetzt haben wir auch die 400, ne? Ich denke, jetzt ist es auch gut, ne? Jetzt können wir ja eigentlich die Reise antreten, oder? So, alles mitnehmen. Die Rationen da noch hin. Ah, die Tränke gehen so hin, sehr gut. Das Holz kommt dahin. Das Erz geht auch dahin. Kann man auch hier hin machen. Jetzt haben wir alles erwischt, ne? Abreisen. Ja, ich möchte abreisen. So, jetzt ist der Weg zum Auge, ne? Aha, die Rationen werden knapp. Vorräte auffüllen.
Gigon ist mit einer mystischen Energie erfüllt und abermals bleibt dem Stamm nichts anderes übrig, als ein Lager an einem magischen Ort aufzuschlagen. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie ihren Ziel hier erfüllen können. Gut, wir brauchen das alles. Also der kann noch laufen, ne? Das ist wieder mal die Frage, wo setzen wir den hin, ne? Okay, diese Tiere heißen Seemöwen. Sie sind feige Wesen und fliegen den ganzen Tag kreischend in ihren Schwärmen umher, so als berichteten sie einander von neuesten Begebenheiten. Gegen und Erdbeben bringen sie rasch zum Schweigen, wenn man sie oft von einem sich verdunkelten Himmel fliehen sieht. Aha. Die Unauffälligeren unter den Zöglingen nehmen die Gestalt von Jägern an, um das Fleisch dieser fetten Vögel zu sammeln, ohne ihre Nachbarn zu verschrecken. Chimba ist einer dieser Jäger. Das Fleisch wird anschließend in einer Kantine zubereitet und sehr nahrhafte Rationen verwandelt. Sammle und bereite Wild zu, um Stamm zu ernähren. Hinweise: Zöglinge essen keine rohen Fleisch. Das Fleisch bleibt im Vorrat, bis es zu Rationen verkocht wird und dann verspeist wird. So, jetzt sollen wir eine Kantine errichten und Dingens. Ja, ich denke mal, wir gehen einen weiter, oder? Ja, da können wir jetzt bauen. Weil ich wüsste auch nicht, was wir da weiteres machen sollten, denn. So, alle abgesetzt. Jimka kann jetzt was machen? Bergbaumann oder Jäger. Gut. Du sammel mal Holz. Pip ist untätig, aber Pip ist ja unser Spezialist im Bauen, oder? Architekt, ja. Der Architekt sollte dann eine Kantine bauen. Oder eine Jagdhütte. Erstmal eine Jagdhütte. Da brauchen wir Holz. Kommen wir also auch nicht weiter. Kybrikas sammeln bitte. Oder kann auch es hier machen. So, wen haben wir noch? Hier Mo muss hier noch sein. Genau, Mo geht erstmal hier oben hin. Und entdeckt das da. Haben wir noch einen? Ich glaube, einen haben wir noch, ne? Wir hatten nichts zu tun. Alle haben was zu tun. Topa untätig, oder wie sehe ich das? Dann haben wir eine Runde verschenkt. Das ist der Küchenmeister und Bäcker. Dann gehen wir da sammeln. Geht er nicht. Kann er nicht. Kann er da? Was macht denn der? Ach, wir brauchen eine Behausung, weil das der vierte ist. Können ja nur drei. Super, oder? Da müssen wir erst wieder ein Haus bauen. Ey, ah. Pip war unser Architekt. Zeltlager. Da brauchen wir eins von den Viechern, 50 Holz und 50 von dem. Oh Mann. Ja, ist so, ne? Drei Runden dabei, ist klar. Holz und Kybrikas werden gesammelt. Was ja auch soweit richtig ist. Schützen. Die Aura hat einen schützenden Einfluss auf Fleisch. Dieses Rohstoff kann nicht gesammelt werden. Zügig an Rohstoffe im Gebiet sammeln sind, wenn sie von Erfurt sind, wählen sie Aura aus, um ihre Reife dann zeigen, entsinne einem Zögling, um die Aura zu bedingen. Okay, das muss Mo dann machen. Bereits erkundet. Nach der Analyse der Ruinen schließt ihr Mo, dass die Vogelsymbole an den Wänden darauf hindeuten, dass es sich bei diesem Gebäude um eine alte Stätte der Ingenieurskunst handelt. Die Erkundung dieses Ruinen könnte noch den einen oder anderen Schatz zutage fördern. Ja, dann entdecken wir das doch, oder? Er macht immer noch nichts. Zeltlager, da brauchen wir noch so ein Vieh. Haben wir hier auch nirgendwo. Die Aura blockiert jetzt Essen, also können wir auch nichts machen, oder? Auswählen, wer ist nichts am Tun? Truppe ist untätig, das ist mir schon klar. Ja, was soll ich mit dem denn machen? Der kann auch nichts machen.
kann ja erstmal da hingehen, oder? Ah, ne, die Iron Mo sollte ja hier erkunden. Geh zur Arbeit. Geh zur Arbeit. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alle, oder? Wenn er mit Statuen und Zeichnungen von Vögeln geschmückt sind, vermutlich handelt es sich um eine alte Stätte der Ingenieurskunst. Am Ende einer großen Kammer entdeckt ihn nur ein mobiles Gerät, das noch perfekt erstaunt und in Zustand. Eine mobile Weide ist doch schon mal cool, oder? Ja. Pip ist unser Architekt. Und Zeltlager, wie... Oh, ich sehe schon gerade, das Zeltlager war auch mobil dabei, oder habe ich mich jetzt vertan? Na, lass erstmal die Weide bauen. Da gibt es auf jeden Fall genug Sachen, ne? Ja. So. Pip soll jetzt die Jagdhütte bauen. Die Insel, die Weide bauen. Im Bau. Er sammelt Paprikas. Kürberikas. Paprikas. Mo hat das erkundet, geht jetzt erstmal in die Richtung weiter. Und Jimka, was macht Jimka da eigentlich? Immer noch Holzfällen, ne? Ja. Der Zeltlager ist hier. Ne, weiß ich nicht. Machen wir weiter. Geht nicht weiter? Doch. Okay, da oben wurde noch Wasser entdeckt. Ne, das war jetzt wieder falsch. Du sollst weiter Holz hacken, weil Mo ist da lang zu gehen. So, Mo muss dann auch da hingehen. Die anderen sind beschäftigt noch, oder? Ich glaub schon. Aha, da haben wir das Tier. Dann mal einfangen. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was das war, wo man das für braucht, das einzusammeln, ne? Aha. Das ist noch im Bau. Hier ist auch wieder eine Dingensaura, ey. Dann kann da... Herr Mo kann das nicht machen. Dann gehen wir da... Ne, da hingehen, das bringt ja auch nichts. Kannst auch da hingehen erstmal. Ja, es wird schon wieder schwierig, ich merke das schon wieder. Kübrika sammeln wir. Wir haben zwei Heiltränke auch noch mit. Holz wird noch gehackt. Er ist noch am Bauen, sollte eigentlich alles noch funktionieren. Baut noch eine Runde, gut. So, da ist die Weide fertig. Er kann jetzt was bauen. Jetzt kann er den holen erstmal. Den brauchen wir jetzt für vierte Person zum Arbeiten, ne? Da passiert jetzt nichts mehr. Ich glaube, wir müssen das erstmal so weitermachen. Ja, nützt nichts, ne? Wir müssen unbedingt das Zeltlager machen, damit wir weiterkommen mit dem Dingens. Was ist das? Heilige Stätte. Mo kann da erstmal hingehen. Ja, dann. Alle sind noch beschäftigt, alles ist noch gut, oder wie sehe ich da? So, ihn haben wir. Der bringt den Rohstoff zurück. Der ist da jetzt nicht mit beschäftigt. Wie viel Essen haben wir denn noch? 171, das wird auch schon knapp. Ja, nützt nichts weitermachen, oder?
Ja. Er sammelt noch. Geht zur Arbeit, um Holz zu fällen. Holz fällen hört jetzt auf. Also lassen Sie noch mehr Kübricker sammeln, weil das ist gerade wichtig, glaube ich. Sonst wird's Essen knapp. Einer hat schon irgendwo Gewürze gesehen, wie die Dinger sind? Nicht wirklich, ne? So, jetzt kommt das Tier da zurück. So, Pip ist unser Baumeister, ne, oder? War er doch, ne? Ja. Dann soll Pip mal jetzt... Wieso kann Pip jetzt kein Zeltlager bauen? Ist jetzt einer hier schon wieder beschäftigt? Nein, der schläft doch noch. Bauen. Ach, ich brauche das nur so anzuklicken, alles klar. Ich dachte, da müsste auch so ein Pop-up kommen, tut's aber nicht, okay. So, Kübrikas werden immer weniger, aber jetzt gerade mehr, weil wieder was hingebracht worden ist. So. Zeltlager ist noch im Bau. 3 Runden dauert der Spaß. Wir müssen aber gucken, dass Essen mehr wird. So, jetzt ist das fertig. Jetzt kann Mo auch wieder arbeiten. Und soll mal das hier erkundigen. Und Pip? Wo ist Pip? Habe ich angeklickt? Ja. Pip soll dann noch was bauen, und zwar die Kantine, wenn, ne? Oder die Jagdhütte. Was brauchen wir denn für die Jagdhütte? 100 Holz. Ja, bau die mal dahin. Geht gerade nicht anders, ne? Essen läuft. Hat die schon fertig? Cool, ne? Kann Pip denn irgendwo was abbauen? Ne. Können wir überhaupt was machen? Wahrscheinlich jetzt gerade nicht so direkt, ne? Dann baut der Holz ab. Gut. Tut sich hier unten noch was oder ist er noch tätig? Ist noch 2 Runden tätig. Weiter geht's. So. Also auswählen. Wer ist da? Okay, er ist da. Wie nicht erkundet. Vor der Ehrfurcht von Energie an diesem Ort nähert sich jemand dem Altar und bereitet den Geistern als Opfer gebrauchte Rohstoffe. Gebrachte Rohstoffe liegen. Beten. 50 Kybrikas. Opfergabe. Ein Zögling tritt deinem Stamm bei. Der Zögling ist wunderbar. Vergiss nicht, ihn zu heilen. Ich glaube, wir brauchen keinen, weil wir sowieso nichts zu essen haben. Die Rast wird 30 Runden weniger, aber ich krieg das. Nee, dann können wir nur beten. Ich weiß nicht, was wir machen sollen, aber... geh du dahin. So, die Hackhütte ist ja schon gebaut. Das bedeutet, jetzt können wir ja auch das... Ah, da muss... Nee, warte mal. Dann muss Mo nicht das Holz besänftigen, sondern hier das besänftigen, damit wir das... Die Vögel kriegen, ne? Jagen können. Ja, Essen wird aber trotzdem knapp, ne? 81 nur noch. 126 und dann auf 102. So, jetzt sind hier die Tiere frei, oder wie sehe ich das? So, wer war der Jäger? Nicht Pip. Dimmer war der Jäger, ne?
Ja. Oder warte mal, dann kann er es erstmal da machen, weil das näher an dem Stand ist. So, Kybrikas werden da unten weitergesammelt. Er macht das. Das muss jetzt erstmal so klappen gerade. Ich weiß nur nicht, wo wir die Kantine hinbauen, ne? Essen wird schwierig. Ganz schwierig. Ich glaube, wir müssen mit dem Holzsammeln aufhören. Und der muss hier weitermachen. Sonst schaffen wir das nicht. Wir haben nur noch 30 Rationen. Essen sammeln hat anders gerade keinen Sinn. Drei Leute müssen Essen sammeln. Er ist bei den Tieren am Sammeln. Okay, das passt. Jetzt müssen wir noch Pip haben. Und Pip muss gleich Dingens bauen. Eine Kantine. Ah, das haben wir genug. Das ist nur die Frage, wohin damit? Hier ist alles gerade nicht so dolle. Hier oben ist noch ein Platz frei. Ich hoffe, wir schaffen das mit zwei Leuten Kybrika sammeln. 27 noch. Drei noch. Und er bringt Glaube zurück, oder? Will ich hoffen. Sonst haben wir es gleich wieder hinter uns. Auswählen. Wer ist untätig? Er ist untätig. Ah, er hat schon hier gebaut. Sehr cool. So, jetzt haben wir den Jäger da. Und wer ist der Koch? Oh, jetzt habe ich das schon ausgebaut, oder was? Na, super. Pip, der Baumann. Okay. Fleisch, aber wir haben erstmal Fleisch genug. Das heißt, er kann jetzt erstmal hier Essen machen. Portionen. Ah, da sind Sachen drin. Ach Gott, da muss man mehrere Sachen haben. Aber wir brauchen nur erstmal diese Steaks hier. Und er macht... Was macht er? Gute Frage, ne? Hier Rationen sammeln, oder? Zack, weiter. Und hoffen, dass wir jetzt gerade nicht sterben. Weil wir nur noch drei davon haben. Nahrung niedrig steht da schon. Dann haben wir aber noch überlebt wohl. So, er sammelt auch. So, jetzt haben wir das alles durch. Wir müssen einen haben, der Ration macht, und wir müssen einen haben, der hier macht. Das gestaltet sich gerade schwer, oder? Wer hat denn da die Ambitionen zu? Er ist ja eigentlich nur unser Droide, sonst kann er nichts, ne? Ja. Das heißt, er geht jetzt erstmal vielleicht... Nee, das bringt jetzt auch nichts, den beschwichtigen. Mach mal das weiter, was du machst, das ist schon richtig so. So, dann haben wir den zweiten, der da ist da. Das war unser Tob. Tob ist Bäcker und Küchenmeister. Ach, der geht dann besser in die Kantine, ne? Gut. Geh mal dahin. Und er geht dahin und macht... Was ist denn das hier? Luxusfleisch? Macht das weiter. Und Tob, wo ist er jetzt? Tob muss jetzt hier oben Essen machen. So passt es dann, oder? Dann ist das sichergestellt. Er bringt die Kybrikas noch zurück. Das lassen wir auch mal machen. Er sammelt auch noch Kybrikas. Er geht nach da oben und er geht nach da. Dann sollte es erstmal passen, oder? Ich soll den Stamm in Sicherheit bringen. Ja, ja, genau. Ruine entdeckt. Gut.
Ach, das ist auch eine Ruine. Okay. 93 Essen haben wir jetzt. Keine Ration. 28 Fleisch. Nächste Runde. So, er macht Essen. Und wo ist er? Er macht die Tiere, ne? Die Vögel, ja. Er hat auch schon die Ration hier eingesammelt gerade. So, hier werden jetzt noch... So, Essen ist genug da jetzt. So, jetzt können wir hier umfunktionieren. Er macht Kybrikas, bringt, hat die gerade weggebracht. Das ist Pip. Pip ist der Baumeister. Pip geht jetzt hier Holz schlagen. Und Mo muss noch abliefern. Macht er jetzt und geht dann hier entdecken. So, ich hoffe, dass wir jetzt damit hinkommen. Weiter geht's. Das Fleisch wird langsam knapp. Aber hat gerade abgeliefert, passt. Kantine läuft, Jagdhütte läuft, Holz läuft. Und da unten, Mo macht jetzt gerade diesen magischen Dingsterbumster. Hä? Ach so, da. Mo ist sich absolut sicher, diese Stelle beherbergt das mythische Füllhorn, die Cornucopia. Jemand muss ausgesandt werden, es zu aktivieren. Dieser Ort hat... Aha. Ach so war es, ne? Alles klar, läuft. Dann wollen wir hoffen, dass es Füllhorn kommt. Okay, er nur tritt näher und liest die Studenten wieder Worte vor, waren sie verloren aktiviert. Dieses Ort hat 200 Rohstoffe. Diese Rohstoffe nehmen die Form an, die du möchtest. Entsetze einen Zögling von deinem Gebäude, um sie zu sammeln. Was brauchen wir denn? Ich glaube, wir brauchen definitiv Eisen, ne? Holz können wir abbauen und Rationen kriegen wir auch zusammen. Das ist ja wieder mal cool, ne? So, Mo macht Holz... Ah, nee, das funktioniert erst nicht. Wir müssen erst... Wo ist Pip? Pip muss jetzt erst Dingens bauen. Haben wir wieder nichts frei hier oder so. Doch, da ist eine Fläche frei. Pip muss jetzt das bauen, um Erze zu schürfen. Haben wir nicht. Holz sammeln, alles klar. Er macht weiter. Und er beschwichtigt hier die Dingens. Wenn wir an mehr Holz kommen. Funktioniert wieder nicht anders, ne? Ach, hier ist aber auch noch Erz, sehe ich gerade. Also so schlimm ist es nicht. Vielleicht nehmen wir auch Nahrung. Die Bälle ist noch weit weg. Müssen wir noch weiterkommen. Essen 160, das geht schon mal. Und wächst ständig. Ah, jetzt ist natürlich hier. Komm, dann müssen wir erst das hier machen, damit wir wieder ans Essen kommen. Besänftigen. Schon leider vorbeigelaufen, ne? Nicht so gut gelaufen. So, und dann da besänftigen. Ne, er da das machen. Wunderbar, läuft. Er kann weiter sammeln. Hä? Ach so, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Du musst länger bleiben, ne? Während er bleibt, funktioniert das ja drei Runden oder so. Essen ist aber noch gut unterwegs. So, hier ist Pip. Pip, bau mal weiter ab, das ist schon richtig so. Sammel erstmal das Holz ein. Er ist nichts, er macht nichts mehr. Auch sehr interessant. Also darüber. Ich glaube, wir kriegen genug
zusammen jetzt hier, ne? Nahrung 38. Aber es gibt noch 80 Fleisch. Die Frage. Nein, mach mal weiter, dann kann er da auch noch Holz sammeln. Anders funktioniert es gerade sowieso nicht. Holz sammeln. Er macht da Holz, er macht da Holz. Die produzieren immer noch Fleisch. Ist gerade ein bisschen knapp Fleisch, ne? Es wurde gerade nachgeliefert. Läuft das alles so, wie wir uns das vorstellen? Ich weiß es nicht. Holz haben wir gleich genug. Können wir hier mal was wegklicken, ne? Die habe ich schon aufgelöst, die Ruine, oder? Ach, da oben ist noch eine. Wow. Ja, die 200 Rohstoffe, die müssen wir uns auch noch merken. Oh, er kann einen neuen Handwerksbonus auswählen. Reparaturen werden sofort ausgeführt. Ich mach das. Wir müssen ja noch was bauen, oder? Und zwar diese Erzmine brauchen wir noch. So, was haben wir hier noch? Wo ist das denn? Ah, da. Jetzt müssten wir mal gucken, ob wir Pip... Wo ist Pip? Pip nicht, da ist Pip. Kann Pip denn... Steinbruch da oben hinbauen? Ich glaube nicht, ne? Oder doch? Ne, das geht leider nicht. Da sind die Kürrekas. Ja, da muss es hier hin, ne? Dann mach das mal. Auf geht's, oder? Der ist ja in Handumdrehen fertig dann, ne? Oder wie war das? Und kann dann auch hier schon gebaut werden. Abgebaut werden. Aber weißt du was? Wir holen mal lieber das Holz. Na, mach's hier, oder? Ah ne, das ist schon besetzt. Ja, dann lass es wieder hier weitermachen. Wir müssen das Holz zusammenkriegen. Es wird schwierig. Aber wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Ob das Essen klappt. 6304, das sieht noch ganz gut aus. So, jetzt aber mal los. Also das, was auf jeden Fall wert ist, mehr wert sind die Rationen. Das ist schon mal gut. Holz haben wir gleich zusammen. Ja, genau. Wo gibt's Starkregen? Super. Mo muss jetzt erstmal Dingens machen. Die... Sag schon. Aura da besänftigen. Und das wird ja weniger, das Holz, deswegen muss es noch laufen. Er muss noch weiter arbeiten hier, der muss auch noch weiter besänftigen. So, jetzt haben wir Rationen genug und Holz genug. Jetzt fehlt uns nur das Dingens. Und Mo geht jetzt hier unser Eisen holen. Na, jetzt läuft er bis dahin und dann da immer rum. Meine Güte, ist das doof gelaufen. Ach, guck mal, hier hinten sind die Kräuter versteckt. Rationen fehlen jetzt gerade, okay. Geht aber wieder. So, er holt jetzt die 200 Dingens da raus. Weiß zwar nicht, wo er jetzt hinläuft, aber... Der soll das hier aus der Aura rausholen, oder nicht?
Naja, wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. So, Rationen laufen gut. Ach, das ist der Weg bis zum Ding ins Starkregen, okay. So, wen haben wir jetzt hier? Ein Holzfäller, ne? Sammelt 2 Runden lang das Holz. Nee, will ich jetzt nicht mehr. Kann er schon hier wieder was machen? Kein Gebäude verfügbar. Läuft, wa? Und da fehlt die Apotheke dann wahrscheinlich, oder? Ja. Dann sammel weiter Holz. Nützt ja nix. Bin jetzt gerade echt am Überlegen, wo der Starkregen ist. Und wieso... Wieso läuft er da oben noch weiterhin? Aha, jetzt läuft er dahin, oder wie sehe ich das? Wollen wir hoffen, dass er jetzt dieses Zeug da weg... Nee, er läuft wieder da hoch. Was ist das für ein Blödsinn? Jetzt lauf doch mal da erst hin und hol mal bitte schön das da ab, was wir da brauchen. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wäre sehr schön, wenn das wirklich so ist. Das ist jetzt Mo, der das macht, aber momentan haben wir genug Essen und so. Wie bringt er denn da hin? Der hat da gar nichts hingebracht, oder was? Das ist doch voll doof. Er muss erstmal hier weitermachen. Da ist Pip. Pip hat gerade abgeliefert. Dann macht Pip hier mal weiter. Was macht der Druid-Dingens? Ja, der macht das Fleisch noch. Das passt ja noch weiter. Ja, ist halt so, ne? Ich glaube, wir können hier gleich noch eine Hütte bauen. Damit wir an die Rohstoffe kommen, die wir hier nicht kriegen. Wer hat keine Arbeit? Er. Aromo hat keine Arbeit. Komm, dann bauen wir eine Mine hier. Kannst du doch bestimmt auch, oder? Tja. So, das fertig. Und holen wir das Erz bitte ran. Der baut das da ab und nicht da. Ich verstehe es nicht. Hier ist doch irgendwas komisch, oder? Muss man den Zögling da einfach so erstmal hinschicken? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Muss aber auch nicht. Jetzt geht er nämlich wieder da, zieht sich um. Das ist doch Blödsinn, oder? Das hätten wir auch sparen können, ne? Weiß auch nicht, was diese Aura sollte oder was das auch immer ist. Ja, jetzt wird's langsam knapp mit Sachen. Der Starkregen ist da. Na dann. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Irgendwas geht dann kaputt, oder wie ist das? 120 von 250. Der nächste läuft auch da rum. 164.
Tja. Wir hoffen, dass es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, ne? Wie ist mit Essen? Ah, wir haben das Doppelte. Sammelt er noch? Wohl schon, ne, oder? 208, noch ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Wer hat nichts zu tun? Jimka hat nichts zu tun, weil er keine Dingens holen kann. Tja. Was kann Jimka denn dann noch machen? Holz fällen. Oder Kürikas essen. Tja. So schnell wie die laufen, brauchen wir uns keine Sorgen machen, ne? Und das war's. Nicht geschafft, weil das Eisen aus diesem komischen Laden hier nicht rauskommt, ne? Das hat doch jemand aktiviert schon, also das Spiel ist doch ein bisschen komisch da, oder? Ja, leider funktioniert das nicht. Und das war's dann, ne, oder? Ja, 248. Zwei fehlten. Schade drum. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Also das war jetzt ein bisschen komisch mit diesen 200 Ressourcen, die ich da eigentlich gerne gebunkert hätte, um da weiterzukommen. Aber leider will das Spiel das nicht so richtig. Naja, können wir nichts machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau oder auch gerne in den anderen Projekten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.